Die Wohnung war komplettes Kellerloch, alles neu, Wasserleitungen, Elektrik teilweise neu gemacht, Türen neu, Boden neu. Hola, hola. Let's go, nächstes Projekt. Die Wohnung, ihr kennt sie schon vielleicht. Ich habe ein Video gemacht von der Wohnung, als die noch nicht saniert war. Könnt ihr noch mal reinschauen. Die Wohnung war komplettes Kellerloch. Ich kotze, Alter. Es war wirklich ein richtiges Loch und alles war im Arsch, es hat gestunken hier drinnen, da hat ein starker Raucher gewohnt, es hat gestunken, ekelhaft, wirklich ekelhaft. Wir haben jetzt nebenher die mal ein bisschen so saniert, renoviert, wie auch immer, und es hat ewig gedauert, weil es halt gerade nicht so viel Zeit dafür war, weil 7 Plus Fokus ist und hier, die haben jetzt so nebenher zu Ende noch gebracht, die Wohnung. Hier haben wir alles neu gemacht, Wasserleitungen, Elektrik teilweise neu gemacht, Türen neu, Boden neu, mit Ausgleichsmasse, Wände verputzt und ich zeig mal kurz den Stromkasten. Ist halt alles neu hier. So kompletto Programm. Hier kommt noch die Sprechanlage hin. Die fehlt noch gerade. Hier ist schöner Vinyl, so ein stabiler Vinyl, der ist halt wasserkonform auch. Und das Gute ist bei dem, also wir haben den durchgelegt ins Bad, weil der halt die Wasserfestigkeit hat. Dann konnten wir halt uns hier das Fliesen am Boden sparen. Ich finde, es macht auch was her so. Schönes Waschbecken hier, kleines. Hier war Hohlraum, haben wir einen Unterputzkasten, Spülkasten eingebaut. Und hochgeriegelt. Hier kommt die Waschmaschine hin mit Abfluss ins Bad, eine kleine. Und hier schön genau, Unterputzkörper mit Deckenauslass, Regendusche. Das Einzige, was wir noch besser machen hier, also die Duschstange kommt noch weg. Da machen wir eine gescheite Ding hin. Gescheite Glasabtrennung, das war jetzt vielleicht nicht so ganz ideal, aber so ist es. Ja, das passt auch mit so einer kleinen Stufe. Früher dachte ich immer, man muss bodentief machen. Aber wenn halt was vermietet wird, das passt voll und ganz so. Und am Ende des Tages ist es hier eh nicht barrierefrei, weil draußen eine Treppe ist. Dann juckt es auch nicht, hier kurz hoch zu steppen. Das ist auch so mit Grip eine Wanne. Und was ganz Neues. Ja, Heizkörper kommen noch hin. Die Wohnung haben wir jetzt schon vermietet und wird dann so als Kapitalanlage weiter betrieben. Die Heizkörper stehen schon im Keller, aber es ist auch nicht so relevant, die sofort halt zu nehmen, weil ja, die sind ja eh noch nicht, ist ja eh warm gerade. Ist schon stabil warm. Hier ist ein kleiner Abstellraum. Ist auch ganz praktisch, kann man vielleicht Schuhregal reinmachen, ein paar Reisekoffer, Gepäck oder sonst was. Wohnzimmer oder Schlafzimmer da reinmachen, geht es auch? Ey, das geht vielleicht echt. Das geht vielleicht echt, oder? Ja, dann geht die Tür nicht mehr zu. Die hätten wir dann nach außen machen müssen. Heißt, ja, wird ein Abstellkammer, doch kein Schlafzimmer. So eine Einzimmerwohnung. Wie genau die Raumaufteilung hier gestaltet wird, idealerweise, das ist dem Mieter überlassen. Heizkörper fehlt hier auch noch, da auch noch. Aber ja, es wird so ein klassischer Berufspendler werden, denke ich. Hier in der Region sind eh viele Berufspendler. Und dann kann man hier relativ chillig kurz als Zweitwohnsitz einziehen. Neue Küche eingebaut mit einem Abzug und hier Leiter mussten wir so einen kleinen Kasten machen, weil da die Wasserleitungen drunter liegen. Also da haben wir auch uns verkünstelt, ihr habt gesehen drüben im Bad, das ist ein Deckenauslass bei der Dusche. Wasserleitungen sind hier unten, die kommen hier raus, hierher zum Wasserhahn, dann steigen die hier hoch, hier ist eine Rigipsdecke. Abgehängte Rigipsdecke. Dann gehen die Wasserleitungen an der Decke rüber ins Bad, weil ja, sonst musst du halt komplett schlitzen an der Wand oder so und dann sind die halt rüber ins Bad. Drüben am Bad gehen die von oben runter zum Waschbecken, zum Klo und zur Dusche und von der Dusche, von der Armatur wieder hoch zum Deckenauslass oder zur Handbrause. Deswegen haben wir hier die Decke abgehängt, dass wir relativ einfach darüber kommen können und ja, die wird jetzt vermietet. 600-700 Euro Kaltmiete kriegt man für sowas bei uns in der Region. Und Stellplatz ist auch noch mit dabei da draußen.
Fenster sind auch neu. Ey, hier ist alles neu, ich sag's nicht. Ist alles neu. Hat nur ewig gedauert, aber das war mal kurz Rundumblick. Also was haben wir hier gemacht? Wir haben eine Wohnung gekauft, die komplett runtergewirtschaftet war, nicht mehr bewohnbar. Wir haben sie revitalisiert, wieder bewohnbar gemacht, haben sie vermietet auch schon. Also jetzt in 10 Tagen zieht der Mieter ein und dann gibt es wieder mehr Wohnraum in der Region, dank uns. Und genau, das sind eigentlich die geilen Opportunities, die man sich ziehen kann, wo man günstig einsteigen kann im Preis, weil viele trauen sich da nicht ran. Und dann kann man sich verwirklichen. Bei so kleinen Wohnungen macht es halt nicht Sinn, so kompletten Luxusstandard umzusetzen, sondern so wie wir es jetzt gemacht haben. Das ist schon vielleicht ein bisschen too much mit der Dusche und so mit dem Deckenauslass. Braucht man nicht unbedingt machen, aber am Ende des Tages, denke ich, hat der Mieter hier auf jeden Fall einen guten Schnitt gemacht, wenn er hier einzieht, und wir hoffen das auch.